Hallo und herzlich willkommen auf dem Discord-Channel der Gesellschaft für dialektische Philosophie zu diesem heutigen Vortrag. Bevor wir anfangen, für diejenigen unter euch, die uns noch nicht kennen, kurz zur Gesellschaft für dialektische Philosophie. Wir sind ein Verein, der sich der Bewahrung, Erweiterung und Verbreitung dialektischer Philosophie vor allem in der Traditionslinie des marxistischen Philosophen Hans-Heinz Holz widmet. Wir haben derzeit Basisgruppen in Wien und Berlin und organisieren diverse Vorträge, Workshops und Lesekreise, etwa derzeit hier auf Discord den Lesekreis Einführung in die Dialektik. Weiters organisieren wir jährlich eine Tagung zum Werk von Hans-Heinz Holz. Die letzte fand im Frühjahr dieses Jahres zum Thema 150 Jahre Lenin statt. Die Vorträge sind auf unserem YouTube-Channel nachzuhören. Wir bringen zudem die Zeitschrift Aufhebung heraus, welche auf unserer Webseite erstanden werden kann. Zu dieser Vortragsreihe hier auf Discord. Angesichts der weiter bestehenden Komplikationen durch die Corona-Pandemie haben wir uns entschlossen, bis auf Weiteres unsere Vorträge über Discord zu organisieren. Wir streben hierbei prinzipiell an, jedes Monat einen Vortrag zu veranstalten. Und heute darf ich als Vortragenden Dr. Hannes Fellner begrüßen. Kurz zur Person. Hannes Fellner ist Assistenzprofessor am Institut für Sprachwissenschaften der Universität Wien und forscht dort im Rahmen des START-Programmes über die tocharischen Sprachen und die alte Seidenstraße in Westchina. Darüber hinaus publiziert er unter anderem zur marxistischen Theorie, etwa vor kurzem in den marxistischen Blättern zur Staatstheorie und hält Vorträge zur chinesischen Philosophie im Rahmen der Österreichischen Gesellschaft für Chinaforschung. Der heutige Vortrag trägt den Titel »Die Dialektik des Dao«, philosophische Grundlagen des Tao Te Ching, und befasst sich mit der Vergleichbarkeit verschiedener Kulturregionen der Philosophie. Nach einer Einführung in die grundlegenden Begriffe werden zentrale Textfragmente von Lao Tse und Heraklit auf Gemeinsamkeiten hin untersucht. Und damit darf ich gleich an dich, Hannes, übergeben und euch wünsche ich viel Spaß beim Zuhören. Wunderbar, Alex, danke für die liebe Einleitung. Ich stehe hier natürlich in einer holzschen Tradition. Also ich meine, dass es eine Philosophie gibt und dass es verschiedene Ausprägungen der einen Philosophie gibt. Und ich schließe auch an Holz an, weil Holz hat zwei ganz wichtige Werke zum Vergleich zwischen verschiedenen philosophischen Systemen geschrieben. Das eine ist ein kürzeres Bändchen, China im Kulturvergleich, wo er eigentlich auch die Grundlegung legt zur Behandlung der Dialektik in der alten chinesischen Philosophie. Und das andere ist natürlich seine fünfbändige Problemgeschichte der Dialektik von der Antike bis zur Neuzeit, wo er hauptsächlich die europäische Philosophie behandelt, aber mit Querverweisen auf die islamischen Traditionen und so weiter und so fort. Leider ist er halt, er hat ja schon ein stolzes Alter erreicht, aber er ist trotzdem natürlich viel zu früh von uns gegangen. Und dadurch ist die Problemgeschichte jetzt, sagen wir, der islamischen Dialektik, die Problemgeschichte der indischen Dialektik, die Problemgeschichte der chinesischen Dialektik, das ist alles nur in Rudimenten in seinem Werk vorhanden. Aber ich glaube, das ist an das anzuschließen, gelte, und ich will hier nur einen kleinen Baustein versuchen, hier beizutragen in der Fortführung eigentlich der Holzschen Behandlung vom Tao Te Ching. Ich fange gleich mit einem Holz-Zitat an, das die zentralen Gedanken von ihm darlegt. Zitat: Die islamische, die indische, die chinesische Philosophie sind jedoch Bestandteile und jeweils andere Ausdrucksformen der einen Philosophie, die, wo auch immer, mit Hegel ihre Zeit in Gedanken erfasst und darin eben ein Bild der Welt im Ganzen entwirft, wie es sich mit Leibniz' Point de vue eines Philosophierenden darstellt. Und da die Welt im Ganzen nur in der spezifischen Perspektive des sie spiegelnden, sozusagen Gestalt des Modells, darstellbar ist, bleibt jeder philosophische Gedanke in seiner Historizität zugleich ein unverlierbares Moment der systematischen Philosophie, einer universalen Philosophia perennis, und Philosophia perennis heißt einfach die ewige Philosophie auf Latein. Zitat Ende. Natürlich ist es so, insbesondere die Dialektik steht in einem Fortsetzungsverhältnis natürlich zu dialektischen philosophischen Modellen.
und dafür die Dialektik Philosophiegeschichte nicht einfach ein Steinbruch ist, sondern ein integrales Moment ihres geschichtlichen Selbstverständnisses, steht halt auch die Problemgeschichte und die Problemlösungsstrategien der Philosophiegeschichte auch immer noch in aktuellen Zusammenhängen, vor allem in dialektischer Philosophie, weil sie sich ja immer als genetisch-historisch begreift. Dass es insbesondere bedarf, die dialektischen Problemstränge in solchen Modellen, also vor allem in dialektischen, aufzudenken und aufzuheben, in der dreifachen hegelischen Bedeutung von aufheben, also negieren, auf eine höhere Stufe heben und bewahren, das versteht sich aus der Holzschen Perspektive von selbst. Und dem Aspekt dieser Arbeit hat Holz grundlegende Werke eben gewidmet. In deren Zentrum, und das ist vielleicht nicht ganz überraschend für einen der hervorragendsten Leibniz-Kenner, wie es Holz eben war, die chinesische Philosophie- und Dialektiktradition stand. Für Holz war klar, Zitat, der Widerspruch ist im chinesischen Denken seit den Anfängen des I Ching, das Buch der Wandlungen, ein universelles Prinzip der Natur- und Gesellschaftsdialektik. Naturgeschehen, Geschichte, menschliche Verhaltensformen folgen dem Gesetz des Übergangs eines Zustands in seinen Gegensatz. Nicht in ein beliebig anderes, sondern in seine bestimmte Negation. Altchinesische Dialektik hat die gleiche Struktur wie die von Hegel und Marx. Zitat Ende. Interessant ist halt, dass trotz der immer bedeutend werdenden Rolle von China, was wir auch jetzt gerade aktuell auch natürlich sehr stark erleben, ist eigentlich eine systematische Auseinandersetzung mit den philosophischen Traditionen der chinesischen Zivilisation im Westen generell leider immer noch eher eine Ausnahmeerscheinung. Zwar werden der Hintergrund und die Quellen dieser chinesischen Philosophie immer besser erschlossen, also da gibt es ganz große Errungenschaften eigentlich, die auch in westlichen Sprachen zugänglich sind, in Archäologie, in Philologie, in der Sprachwissenschaft, aber natürlich auch zumindest im Randbereich der Philosophie. Aber dennoch ist so, dass es eher eine Ausnahmeerscheinung ist, für ein nicht chinesischsprachiges Publikum, sich systematisch mit der chinesischen Philosophie zu beschäftigen. Und in China, oder wenn man den Vergleich macht, ist es eigentlich so, dass im Westen die chinesische Philosophie weniger zentral ist als in China die westliche Philosophie. Und das ist vielleicht ein ganz interessanter Aspekt. Ich meine, dass auch jenseits von einem esoterischen Exotismus, also der auf der Suche nach östlicher Weisheit sich in Mystizismus verliert oder einer utilitaristischen Pragmatik, die meint, halt in der Aneignung von östlichem Denken, von chinesischem Denken, vielleicht ökonomische Vorteile gegenüber Konkurrenz aus China zu generieren, ist so, dass die Einstellung gegenüber chinesischen philosophischen Traditionen immer noch ein bisschen zwischen den zwei Seiten derselben Medaille oszilliert, und zwar Kulturchauvinismus und Kulturrelativismus. Insbesondere der Holz hat das auch wieder ganz gut in seiner hervorragenden vergleichenden Studie zur frühen chinesischen Philosophie auf den Punkt gebracht, und auch noch ein längeres Zitat, was ich da bringen will. In der Tat gehört es immer noch, das ist zwar vor 30 Jahren geschrieben, hat aber immer noch eine Bedeutung, in der Tat gehört es immer noch zu den Boniertheiten westlicher Philosophie, Wissenschafts- und Technikgeschichtsschreibung, dass sie von den Leistungen und spezifischen Denkstrukturen östlicher Kulturen selten, ja fast überhaupt nicht zur Kenntnis nimmt. Forschungen auf diesem Gebiet bleiben in die Esoterik von Zeitschriften und Kongressen für Orientalisten verbannt. Dabei stellt sich gerade im Zeitalter weltweiter Ausbreitung der westlichen durch technischen Fortschritt und ein ihm entsprechendes Wissenschaftsverständnis bestimmte Zivilisation im Zeitalter der Penetration der Hochkulturen und nicht zu vergessen in der Epoche der Krise der Zivilisation die Frage nach Gründen und Konstitutionsbedingungen anderer Kulturen mit einem anderen Naturverhältnis und einem anderen Weltverständnis und der Öffnung wechselseitiger Lernbereitschaft
statt zu einer einseitigen Durchsetzung euroamerikanischer Denkweisen. Es geht nicht um exotische Alternativen als Ausweg aus der Weltanschauungskrise, sondern um die Möglichkeit, andere Perspektiven des Weltverhältnisses zu verstehen und daraus möglicherweise eine Korrekturinstanz für Einseitigkeiten der eigenen Tradition zu entwickeln. Die Anstrengung des Begriffs, eine hegelische Phrase, ist dabei jedenfalls gefordert. Zitat Ende. Ja, angesichts der Bedeutung, die China in der Welt bis zu den Umbrüchen, welche den Beginn der Neuzeit markieren, in der Menschheitsgeschichte ökonomisch, wissenschaftlich, technisch und politisch-kulturell zukam und, wie es aussieht, im neuen Jahrtausend wieder mehr und mehr zuzukommen beginnt, stellt diese, eben ursprünglich von Hegel, für jede wissenschaftliche Herangehensweise aufgestellte Forderung nach der Anstrengung des Begriffs ein wichtiges Unterfangen dar. Und die von Gottfried Wilhelm Leibniz schon vor mehr als 300 Jahren geforderte Beschäftigung mit der chinesischen Kultur ist also wiederum gerade in einem Zeitalter erneuter globaler Umbrüche und Übergänge, die durch gattungsgeschichtliche Unsicherheit und philosophische Unklarheit bis hin halt zu vollkommenen Irrationalismus geprägt ist, ein Desiderat für das Ziel, wie Leibniz das formuliert hat, während die Völker sich die Arme entgegenstrecken, alles, was zwischen ihnen liegt, allmählich zu einem vernunftgemäßeren Leben zu führen. Generell lässt sich sagen, da Philosophie mit Hegel ihre Zeit in Gedanken gefasst ist, erschließen sich durch das Verständnis vergangener bzw. der eigenen Tradition fremder philosophischer Systeme die Gedankenwelten verschiedener Weltgegenden und Epochen. So werden, also zusammen mit der Analyse natürlich jeweiliger sozioökonomischer Formationen und Gesellschafts- und Vergesellschaftungsformen, die unterschiedlichen Weltverhältnisse des Menschen in Raum und Zeit nachvollziehbar und lässt sich das Allgemeine und Universale dieser zu bestimmten Zeiten und in bestimmten Gesellschaften generalisieren und aufeinander beziehen. Das trägt einerseits zum besseren Verständnis von Geschichte und unterschiedlichen Gesellschaften untereinander bei, und offenbart andererseits den rationalen Kern wie auch die universalen Konstanten des menschlichen Weltverhältnisses. Und das ist natürlich eine zentrale Frage der Philosophie. Grundlage und Bedingung der Möglichkeit des Verstehens, Vergleichens und Aneignens unterschiedlicher Denksysteme aus anderen Zeiten oder anderen Weltgegenden ist das Grundverhältnis der erkennend tätigen biopsychosozialen Einheit Mensch als Gattungswesen zur Welt. Aufruhend auf diesem Verhältnis gibt es sozioökonomisch wie historisch-kulturell unterschiedliche Ausprägungen von Denksystemen, die ihrerseits die Grundlage für Erklärungsschemata von Erfahrungszusammenhängen, Vorstellungen und Begriffen bilden. Und das sind die, wie es der tschechoslowakische Philosoph Jindřich Zeleny formuliert hat, das sind Rationalitätstypen. Es gibt sozusagen diachron als auch synchron verschiedene Rationalitätstypen. Und all diesen Rationalitätstypen ist aber ein Logos natürlich zugrunde liegend, der es gestattet, die verschiedenen Realisationen des menschlichen Weltverhältnisses aufeinander zu beziehen und abzubilden. Bei allen festzuhaltenden potenziellen Differenzen ist die prinzipielle Möglichkeit des Transponierens verschiedener historischer und jetztzeitlicher Denksysteme ineinander in der Form halt von Übersetzungen und Deutungen aus und in verschiedenen Sprachen und deren Vermittlung und Aneignung in der Kommunikation eigentlich die Bestätigung dieses Logos, das sage ich auch als Sprachwissenschaftler. Und demgemäß ist jeder philosophische Gedanke in seiner Geschichtlichkeit zugleich ein aufgehobenes Moment der systematischen und universellen Philosophie, von der eben regionale und historische Ausprägungen Bestandteile und jeweils andere Ausdrucksformen sind. Rationalitätstypen weisen prinzipielle Gemeinsamkeiten, aber eben auch Unterschiede auf, die es in ihrer jeweiligen konkreten historischen Ausformung und Spezifik offenzulegen gilt. Dass es beim Vergleich unterschiedlicher Denksysteme in der Beziehbarkeit und Abbildbarkeit von Rationalitätstypen aufeinander zu Disparitäten kommen kann, hat keine kultur- oder sprachrelativistische Gründe, sondern ist in den meisten Fällen ein Mangel von umfassender historischer und philologischer Analyse wie darauf basierender Deutung, also Hermeneutik, geschuldet.
das Verständnis sozioökonomischer Verhältnisse und eine diese berücksichtigende linguistisch-philologische Strenge in der Erarbeitung von Quellenmaterial sind Voraussetzungen für die Rekonstruktion von Rationalitätstypen. Da spricht auch sehr der Sprachwissenschaftler aus mir, aber das ist etwas, was man von Holz lernen kann, dass man versucht, die fremdsprachige Philosophie in der jeweiligen Sprache auch tatsächlich zu denken. Auch wenn man historisch mit Texten arbeitet, den Kern von diesen Texten philologisch halt rauszuschälen. Da bin ich natürlich ganz Holzianer und natürlich auch ganz Philologe und Sprachwissenschaftler. Rationalität als Denkform verleiht einem bestimmten Praxisverhältnis, also den gedanklichen Ausdruck und die theoretische Form, die auch langfristig und auch formationsübergreifend konstant ist und natürlich ihrerseits auf die Praxis zurückwirkt. Ein kleines bisschen zum Verständnis der Philosophie in dem Sinn und wie man ungefähr festmachen kann, wann und wo Philosophie zunächst entstanden ist. Jeder Mensch verfügt über ein unmittelbares Weltverhältnis, mittels dessen er die unzähligen Eindrücke, die auf ihn einströmen, zu einem Bild zusammenfügt und in welchem er sich einen Platz zuweist und demgemäß sein Handeln orientiert. Diese spontane Alltagsphilosophie oder wie der Antonio Gramsci das genannt hat, die Jedermannsphilosophie, ist mehr oder weniger bewusst, mehr oder weniger umfassend, mehr oder weniger stimmig, sehr oft unstimmig, aber es gibt sowas wie eine Jedermannsphilosophie. Dennoch reflektieren sich natürlich in dieser Jedermannsphilosophie implizit die von Immanuel Kant formulierten Grundfragen, nämlich: Was kann ich wissen, was soll ich tun, was darf ich hoffen? Was in der Jedermannsphilosophie spontan und unsystematisch aufscheint, wird in der Philosophie als systematischer Erkenntnisart bewusst, fair und ausgearbeitet. Die sozioökonomischen Grundlagen, die zur Entstehung der ersten philosophischen Systeme in dem Sinn führen konnten, sind gesellschaftliche Verhältnisse, in deren komplexen Produktionsweisen und Vergesellschaftungsstrukturen die individuelle und gesellschaftliche Praxis ein gewisses Maß an verstandesmäßiger Durchdringung benötigt und eben auch erfährt. Und zwar in der Weise, dass die Praxiszusammenhänge analysiert werden, in Zusammenhänge gegliedert werden und durch und von Zielentwürfen gesteuert werden müssen. Die Ursprünge der Philosophie sind in diesen frühen Phasen mit den Vorläufern der Wissenschaft aufs Engste verschränkt. Rationale und systematische Erklärung der Welt, der Gesellschaft und des Menschen aus sich heraus, ohne Zuhilfenahme außerweltlicher, mythischer oder religiöser Instanzen, und die praktische Anwendung dieser Erkenntnis im Alltäglichen waren der Antrieb der ersten Philosophierenden. Auch wenn in jeder menschlichen Gesellschaft zu jeder Epoche philosophische Fragen gestellt wurden und werden, im Sinne der Jedermannsphilosophie, waren, wenn auch auf unterschiedliche Art und Weise, die sozioökonomischen Bedingungen für die Ausbildung der Grundlagen der ersten systematischen philosophischen Überlegungen ungefähr um die Mitte des ersten Jahrtausends vor unserer Zeitrechnung und zwar in drei unterschiedlichen Weltgegenden reif. Und das ist ganz interessant, dass das wirklich trotz Verbindungen zwischen diesen drei Weltgegenden relativ unabhängig voneinander passiert ist. Und das waren das spätarchaische bzw. frühklassische Griechenland, das spätvedische Indien und das China der östlichen Zhou-Zeit, also für China jetzt, weil das unser Fokus halt sein wird, 77 bis 256 vor der Zeitenwende. Bei aller Unterschiedlichkeit der geografischen, sozioökonomischen und historischen Grundlagen gibt es einige Dinge, die da sozioökonomisch eine Rolle gespielt haben, nämlich die Entstehung von Städten, Handwerk, losgelöst von der unmittelbaren Nahrungsproduktion in der Landwirtschaft, relativ zentralisierte Organisation von gesellschaftlicher Arbeit,
einer von der gesellschaftlichen Arbeit befreiten Oberschicht. Nur wenn man Zeit hat zu denken, kann man denken. Handel über größere Entfernungen, Entstehung von Geldwesen und natürlich gesellschaftlich institutionalisierte Formen von Verhalten und Recht sowie deren Deutung und Begründung. Und das ist in allen drei Gegenden, also altes China, altes Indien, altes Griechenland, wirklich tatsächlich ungefähr zur selben Zeit der Fall gewesen und hat definitiv die sozioökonomische Grundlage gebildet für die Philosophien in diesen Weltgegenden. In Griechenland, um das ein kleines bisschen abzuhandeln, bevor wir zu China gehen, in Griechenland vollzieht sich mit den homerischen Epen, also ungefähr 800 vor, aber insbesondere mit den darauffolgenden Lehrdichtungen Hesiods ein Umbruch, der den Beginn markiert, weg von einem mythologisch-religiösen Weltbild hin zu philosophischen Einstellungen. Und von hier führt der Weg über die vorsokratischen Denker zu den ersten systematischen Philosophien von Plato und Aristoteles, also Plato Ende 5. Jahrhundert, Anfang 4. und Aristoteles dann 4. Jahrhundert vor. Und dieser Strang, wie überhaupt ein Großteil des antiken Wissens, ist dann über die mit der Seidenstraßen vernetzten Traditionen von Denkern der islamischen und der oströmischen Welt, die ja von den Kreuzfahrern aus Ostrom vertrieben worden sind, zur Grundlage der westlichen Philosophie geworden und auch einer der entscheidenden Grundsteine vermittelt eben über, also hauptsächlich über die islamische Welt dann für die Renaissance und die Aufklärung. Philosophische Überlegungen in Indien beginnen mit der Abfassung der sogenannten Upanishaden, die Teil des Veda, also der vedischen hinduistischen Tradition sind. Ganz am Anfang waren die Upanishaden noch unmittelbar verbunden mit den Veden und haben Sachen ausgedeutet, haben sich aber dann immer mehr losgelöst jetzt vom bloßen Text und sich tatsächlich auch ganz schön hardcore und scholastischen philosophischen Fragen gewidmet. Und die Upanishaden stehen am Beginn einer eigenständigen indischen Philosophietradition, die dann in einer Vielzahl hauptsächlich, also die großen Stränge sind hinduistisch und buddhistisch in diesen zwei Denkschulen eigentlich bis heute Nachwirkungen haben. Also ähnlich wie unsere antike Philosophie oder wie die Philosophie in China. Die Tradition der chinesischen Philosophie setzt ein mit dem I Ching. Das I Ching ist das Buch der Wandlungen und das war ursprünglich eine Art Orakel-Handbuch. Und im Verlauf vom 6. Jahrhundert hat das über oder jenseits, sagen wir, von der Orakel-Interpretation gibt es schon erste philosophische Deutungen. In der Zeit der Frühlings- und Herbstannalen, so teilt man die chinesische Geschichte, antike Geschichte ein. Die zwei großen wichtigen Perioden sind die Frühlings- und Herbstannalen und dann darauf folgend die Zeit der streitenden Reiche. Das ist alles östliche Zhou-Zeit, also 8. Jahrhundert bis 3. Jahrhundert vor. Die waren sehr prägend für die Entstehung der Philosophie. Die waren einerseits geprägt von zunehmenden kriegerischen Konflikten zwischen den damaligen chinesischen Staaten. Andererseits hat es bedeutende Entwicklungen in Landwirtschaft, Handwerk, Handel und gesellschaftlichen Institutionen gegeben, sowie natürlich staatliche Bürokratie und schon relativ fortgeschritten für die Zeit und auch im Vergleich mit Indien oder Griechenland in Wissenschaft, Technik, Kunst und Kultur. Und da entstehen sehr viele Schulen. Man spricht dann auch, auf das hat der Mao dann zurückgegriffen in den 50er Jahren, von den 100 Schulen. Und diese 100 Schulen haben zwischen 6. Jahrhundert vor und der Einigung von China unter der Qin-Dynastie, also 221 vor, die philosophische Landschaft der streitenden Reiche bis zur Einigung geprägt. Und einige von denen wirken bis in die Gegenwart fort.
Die wichtigsten, um die wichtigsten zu nennen, das ist der Daoismus, mit dem wir uns heute ein kleines bisschen mehr beschäftigen werden. Der Daoismus, dessen Gründung auf Laozi, also die wörtliche Übersetzung ist, Lao ist einfach alt und Zi ist Meister, also alter Meister. Der Daoismus wird also dem Laozi zugeschrieben und ganz maßgeblich von Chuang Tzu, das ist einfach der Meister Chuang, geformt. Dann natürlich die andere wichtige Richtung ist der Konfuzianismus, also Kung Tzu, Meister Kung, von Meister Kung gegründet und das ist jetzt schon ein Lateinisch von Mencius, Meng Tzu, weiterverarbeitet. Dann von Mikius, Mozu, etablierte Mohismus und der sogenannte Legalismus von Han Fei Tzu. Mein Avatar hier hat ein Bild von Han Fei Tzu. Es ist auch Han Fei wegen Hannes Fellner. Ist ein bisschen anmaßend. Ich sollte das eh mal ändern. Aber das sind die vier Richtungen, die auch heute in der chinesischen Philosophie eine Rolle spielen. Also Daoismus, Konfuzianismus, Moismus und Legalismus. Das Tao Te Ching, viele kennen es wahrscheinlich in der alten Umschrift und viele Übersetzungen, die es heute gibt, verwenden auch die alte Umschrift, also mit Tao Te King. Heißt wörtlich, also Jing ist Klassiker, also Buchklassiker von Tao und De. Und wir werden uns Tao und De anschauen, aber die gängigsten Übersetzungen sind natürlich für Tao Weg und für De Kraft. Also Tao Te Ching ist der Klassiker des Weges und der Kraft. Und das ist eine Zusammenstellung von eben Sentenzen, die dem Laozi zugeschrieben werden. Und die sind sehr poetisch, philosophisch. Vielleicht werde ich dann versuchen, auf Altchinesisch mal das zu lesen, weil im neuen Chinesischen reimt sich nicht alles, aber im Altchinesischen reimen sich noch ungefähr 80% von dem Werk, was ein ganz netter poetischer Touch ist. Also ursprünglich war das Werk, das man auch eponymisch nach dem Laozi benannt hat. Also sehr wahrscheinlich war das irgendwie eine Zusammenstellung von eben ihm zugeschriebenen Sentenzen und hat erst in der Han-Zeit, also erst 2. Jahrhundert vor bis 4. Jahrhundert nach den Namen Tao Te Ching bekommen. Laozi selbst, um den ranken sich halt sehr viele ja, sehr viele Mythen und Legenden. Seine Biografie ist eigentlich nur in späteren Quellen überliefert und ist historisch extrem schwer greifbar. Wenn er eine historische Person tatsächlich, also wenn er eine historische Person war, also das ist eine ähnliche Diskussion wie unsere homerische Diskussion um Ilias und Odyssee, ob das ein Homer war oder mehrere. Aber wenn er eine historische Person war, dann hat er ungefähr zur selben Zeit gelebt wie der Konfuzius. Das merkt man intertextuellen Passagen, wo es so ausschaut, als ob sich das Tao Te Ching bezieht auf die Analekte von Konfuzius, auf das Lun Yu. Beziehungsweise, ja, umgekehrt ist schon schwieriger zu argumentieren, aber sehr wahrscheinlich, wenn er historisch war, hat er zur selben Zeit wahrscheinlich gelebt wie der Konfuzius. Weil sehr viel man begreifen kann als Auseinandersetzung oder man kann einige Passagen als Auseinandersetzung mit dem Konfuzianismus begreifen vom Tao Te Ching. Ja, gemäß einer der bekanntesten Legenden hat Laozi, bevor er China im hohen Alter an dessen Nordwestgrenze über die Seidenstraße verlassen hat, seine Lehren in Form eben des Tao Te Ching niedergeschrieben, und zwar auf Bitten eines Zöllners, der dort zugegen war. Und darauf bezieht sich das Gedicht von Bertolt Brecht. Da gibt es dieses Gedicht, ist recht bekannt, die Legende von der Entstehung des Buches Tao Te Ching auf dem Weg des Laozi in die Emigration. Und die 13. Strophe finde ich immer sehr gut und zitierenswert, und ich will sie hier
auch wiedergeben. Aber rühmen wir nicht nur den Weisen, dessen Name auf dem Buche prangt, denn man muss dem Weisen seine Weisheit erst entreißen. Darum sei der Zöllner auch bedankt, er hat sie ihm abverlangt. Das Tao Te Ching noch ganz kurz zur philologischen Geschichte. Das Tao Te Ching ist in mehreren Varianten überliefert und die ältesten sind auch tatsächlich erst vor wenigen Jahrzehnten entdeckt worden durch die enormen Entwicklungen in China. Und die Bautätigkeit hat natürlich die Archäologie ganz großartige Entdeckung gemacht in den letzten Jahrzehnten. Und es vergeht auch kaum ein Tag, dass nicht irgendwas Spektakuläres gefunden wird. Vor eben gar nicht so langer Zeit hat man zwei der ältesten erhaltenen Versionen gefunden. Das eine ist aus Mawangdui in Hunan und das andere aus Guotian in der Hubei-Provinz. Und die stammen also tatsächlich real aus dem 3. und 4. Jahrhundert vor. Heute gehen wir davon aus, dass das Tao Te Ching im 5. Jahrhundert auf der Grundlage eben einer mündlichen Tradition verfasst wurde, wo vielleicht, wahrscheinlich eine historische Figur Laozi eine Rolle gespielt hat. Die unterschiedlichen erhaltenen Textzeugnisse weichen hauptsächlich durch verschiedene Schriftvarianten und durch unterschiedliche Gliederungen voneinander ab. Das klassische Tao Te Ching, wie wir es haben und wie es meistens halt übersetzt und tradiert wird, hat seine Form ebenso wie seinen Namen eben wahrscheinlich in der Hanzeit erhalten und besteht aus 5000 Zeichen. Und ist in 81 Kapitel unterteilt, von denen ungefähr 1 bis 37 mehrheitlich Tao und 38 bis 81 mehrheitlich De gewidmet sind. Die ersten erhaltenen Kommentare dieser klassischen Version, die bis heute für seine Rezeption wichtig sind und auch immer noch Wirkung entfalten, stammen von einem ebenfalls nicht einfach zu fassenden Kommentator namens He Shangong aus dem 1. Jahrhundert und dann, der ist historisch gut fassbar aus dem 2. Jahrhundert von Wang Bi und das sind eigentlich die zwei gängigsten Interpretationen und sehr oft wird das Tao Te Ching übersetzt und dann kommen die Interpretationen von den zwei dazu. Ja, inhaltlich beschäftigt sich das Tao Te Ching mit allgemeinen Gesetzmäßigkeiten in der Natur, in der Gesellschaft, in der individuellen Lebenspraxis und es wird in sehr prägnanter, dichter und dichterischer Sprache, die voll von literarischen und historischen Anspielungen ist, von denen auch heute nicht mehr alle vollumfänglich verständlich sind, werden Metaphysik, Logik, Politik und Ethik miteinander verwoben. Und aufgrund seiner breiten Thematik, der Bedeutungsdichte, der Metaphorik, der auch sehr poetischen und auch schönen, ästhetisch schönen Art, die immer wieder zu frischer Beschäftigung und neuer Interpretation Anlass gab, ist das Tao Te Ching zu einem der wichtigsten antiken Texte der chinesischen Geschichte eigentlich aufgestiegen. Und heute ist das Tao Te Ching eines der meist übersetzten und interpretierten chinesischen Werke eigentlich. Außerhalb Chinas sind zumeist gerade die nicht philosophischen, sondern eher die mystisch-esoterischen Interpretationen, die dem religiösen Taoismus nahestehen, bekannt. Und das muss man immer auseinanderhalten, den philosophischen vom religiösen Taoismus. Und wir reden heute rein über den philosophischen. Da gibt es natürlich wechselseitige Befruchtungen, aber das religiöse System ist post factum. Das gibt's, das ruht auf dem philosophischen auf. Ich würde sagen, obgleich der philosophisch-rationale Kern des Tao Te Ching aufgrund von Ähnlichkeiten und sogar Übereinstimmungen mit der frühen griechischen vorsokratischen Philosophie, insbesondere mit den Fragmenten des Heraklit, auf das wir dann ganz kurz eingehen können,
einer philosophischen Aufnahme durchaus näher stünde als den verqueren mystisch-esoterischen Interpretationen, die halt da draußen sind. Ja, damit wir dem Weisen seine Weisheit auch entreißen, wollen wir uns einige Grundlagen des Tao Te Ching anschauen, die jetzt hier auch nichts anderes machen können, als zur weiteren Beschäftigung mit diesem Text anregen und den vielleicht als Anlass zu nehmen, sich mit der alten chinesischen Philosophie und dann generell mit China zu beschäftigen. Der größte Teil der Denkschulen in der Frühzeit der chinesischen Philosophie ist relativ pragmatisch vom Menschen ausgegangen und der von ihm gemachten Ordnung in Sprache, Wissenschaft und Technik, Rechtssystem und Kultur. Also kurz zusammengefasst bzw. zugespitzt standen im Konfuzianismus soziale Hierarchien und Ethik, im Mohismus Rechte und gesellschaftliche Regeln, im Legalismus Gesetze und Bestrafung im Mittelpunkt des Denkens. Der philosophische Daoismus von Laozi und auch von Chuangzi erweitert ganz generell die Perspektive vom Fokus vornehmlich auf die menschliche Sphäre, auf die Sphäre von Ren, dem Menschen, hin auf das Ganze der Natur bzw. des Kosmos. Und das ist Tian, Himmel oder Tianxia, also das Ganze unter dem Himmel, also die Welt im Ganzen, von welcher der Mensch ein Teil ist. Und aus dieser metaphysischen bzw. ontologischen Perspektive auf das Ganze hin, bzw. vom Ganzen her, werden der Mensch und das Leben im philosophischen Daoismus gedacht, verwoben in diesen Gesamtzusammenhang von Tianxia, werden Logik, Politik und Ethik betrachtet. Und diese Betrachtung geschieht im Hinblick auf die allgemeinsten Fundamente, Strukturen und Gesetzmäßigkeiten, die nicht im klassischen Sinne definiert werden, wie man es dann aus den systematischen Philosophien jetzt bei uns im Westen halt seit Platon, Aristoteles, auch in der chinesischen Philosophie gibt es nicht metaphorische, systematischere Philosophie. Aber im Tao Te Ching wird das alles eben nicht definitorisch entwickelt, sondern mit sehr viel Anspielungen, Analogien, Metaphern und Gleichnissen. Ganz, ganz in der Art eigentlich wie die vorplatonische oder sagen wir die vorsokratische Philosophie in Griechenland. Schauen wir uns ein paar von den zentralen Begriffen an. Also schauen wir uns das Tao an. Nominal ist Tao der Weg und verbal ist es Weg zeigen oder Weg machen, also fast wie Bahnbrechen. Und Tao ist ein Grundkonzept für die gesamte chinesische Philosophie. Vor der Qin, also vor der Einigungszeit, hat eigentlich jede philosophische Schule ihr eigenes Tao entwickelt. Tao hat sowohl prozessuale wie resultative Bedeutung. Wie kann man das sich vorstellen? Also zum Beispiel im Deutschen Reflexion ist sowohl der Prozess des Reflektierens als auch das Resultat des Reflektierens, also das, was reflektiert wird. Und so muss man, glaube ich, auch das Tao begreifen, sowohl als Prozess als auch als Resultat. Tao ist also der Weg, dem gefolgt wird als Anleitung, aber auch der Weg, entlang welchem sich Dinge entwickeln und Menschen sich verhalten sollen, auch. An dem Tao Te Ching ist es ein sehr flüssiger Begriff, ein sehr metaphysischer, flüssiger Begriff. Und Tao wird an mehreren Stellen auch tatsächlich, wenn wir schon bei flüssig sind, mit Wasser verglichen. Das ist auch eine interessante Parallele zu Heraklit. Und in der Tat ist es auch so, dass Tao als Wort außerhalb des philosophischen Gebrauchs auch tatsächlich für Flussläufe verwendet wird, die ja immer im Wandel begriffen sind und dahin meandern. Drei zentrale Bedeutungshöfe von Tao lassen sich aus dem Tao Te Ching ermitteln. Also erstens, und das ist schon sehr dialektisch, universale Dynamik,
als grundlegendes Bewegungsprinzip von allen Einzelnen sowie des Ganzen der Welt, das sich in Form von Gegensätzen und deren Widerstreit sowie Harmonie und deren Übergang ineinander vollzieht. Ein Zitat direkt aus dem Tao Te Ching ist, ich spare mir jetzt hier mal das Chinesische. In meiner Übersetzung, Tao bringt eins hervor, eins, die Einheit, bringt zwei hervor, den Gegensatz zwei, der Gegensatz bringt drei hervor, die Vielheit drei, die Vielheit bringt die 10.000 Dinge hervor und 10.000 Dinge ist immer eine Metapher für alles in der Welt. Die 10.000 Dinge, also alles, tragen Yin und umarmen Yang. Also das ist auch dieses polare Gegensatzpaar Yin und Yang natürlich. Diese Kraft mischend macht Tao sie harmonisch, führt also zur Einheit der Gegensätze. Das ist einer Aspekt und der ist ja, wie wir sehen, schon sehr dialektisch. Ein zweiter wichtiger Aspekt ist ein dynamischer, universeller Strukturzusammenhang, in welchem sich alle Einzelnen in der und als Welt entfalten und demgemäß auch der Mensch seinen Weg finden soll. Hier ein kurzes Zitat aus Tao Te Ching 10. Tao bringt alle Dinge hervor und entwickelt sie. Bringt sie hervor, ohne sie zu halten, lässt sie sich entfalten, ohne sich anzumaßen, leitet sie, ohne über ihnen zu stehen. Das ist der zweite Aspekt, also dynamischer universeller Strukturzusammenhang. Und der dritte ist ein hervorbringender Möglichkeitshorizont der Welt und der sie konstituierenden Teile. Auf Grundlage dessen alles und natürlich auch der Mensch sein Potenzial, und darüber reden wir gleich, entfalten kann und soll. Aus Tao Te Ching 51, Tao bringt alles hervor, De entwickelt alles, so werden die Dinge geformt, gemäß ihrer Tendenz entwickeln sie sich. Aufgreifend, Joachim Schickel und Hans-Jens Holz, will ich da das Tao als Ausdruck des übergreifenden Allgemeinen verstehen, wie Josef König die Grundfigur der dialektischen Systeme genannt hat. Also übergreifendes Allgemeines heißt, am besten lasse ich das immer an der Hegelschen Formel zeigen, also die Identität von Identität und Nicht-Identität. Und hier ist ein Holzzitat zum Tao, das ich ganz gut finde. Tao ist das Zeichen für den Weg und den Gang auf dem Weg, das Gehen. Und also das Zeichen für den sich bewegenden, lebendigen Spiegel, der das Absolute in jeweils andere Perspektive auffängt. Tao ist das Zeichen, das Emblem für das sich in Wandlungen zeigende Absolute. Es ist nicht der Begriff des Absoluten, sondern der absolute Begriff als der Spiegel, der sich als solcher immer nur erweist, wenn ein bestimmter Begriff in ihm erscheint, der dann als Begriff des Absoluten eingesehen werden kann. Also das ist natürlich eine durchaus dialektisch-hegelische Interpretation. Und der Holz hat das, finde ich, sehr gut zusammengefasst, natürlich. Wenden wir uns dem De zu. De wird ist sehr oft übersetzt worden mit Deutsch Tugend bzw. Englisch Virtue. Und im Konfuzianismus passen diese Übersetzungen gar nicht so schlecht. Im konfuzianistischen Kontext ist De die moralische Ausstrahlungskraft, die von einem herausragenden Charakter stammt und exemplarisch Einfluss auf andere ausübt. Und im Daoismus ist die Bedeutung von der breiter und hat ganz wie das Dao, also wie der Begriff Dao, prozessuale und resultative Bedeutung gleichzeitig. Der ist die charakteristische Form sowie das dynamische Potenzial von allen Dingen, wie auch des Menschen, mittels dem sie Wirkung in einem Zusammenhang, potenziell eben Tianxia, also dem Gesamtzusammenhang der Welt im Ganzen entfalten. Neuere deutsche Übersetzungen tendieren dazu, dass man es mit Kraft übersetzt,
also eben Klassiker des Weges und der Kraft. Und die scheint passend, wenn Kraft ähnlich wie lateinisch vis, beziehungsweise die Grundbedeutung von lateinisch virtus verstanden wird. Also Kraft im Sinne von Eigenschaft, Vermögen, Möglichkeit, Wirkung. In der Philosophie von Leibniz wird vis, also lateinisch vis, als Potenzial- und Kraftbegriff verwendet, in welchem aktives Wirken und passives Bewirkt sein einander übergreifen. Also genau wieder im Sinne des übergreifenden Allgemeinen. Und das ist auch also Leibnizsche Wies ist auch das, woran der Josef König diese Denkfigur herausgearbeitet hat. Und die Welt wird dann als Wirkungszusammenhang von Kraftpunkten verstanden. Unter diesen Kraftpunkten gehört natürlich auch der Mensch. Und Kraft in diesem Leibnizschen Sinn kommt, glaube ich, tatsächlich dem De sehr, sehr nahe. Hier ein Auszug, um das ein bisschen zu untermauern. Das ist Tao Te Ching 54. Tao in einem selbst gepflegt und die Kraft wird wirklich. Tao im eigenen Umfeld gepflegt und die Kraft vervielfältigt sich. Tao in der eigenen Gemeinde gepflegt und die Kraft wird überragend sein. Tao im Staat gepflegt und die Kraft wird ausgiebig sein. Tao in der Welt gepflegt und die Kraft wird allumfassend sein. Und wie gesagt, Kraft ist hier Vis als Potenz und Möglichkeit. Und wir sehen auch, das ist eine ganz kurze, prägnante Passage, wo aber irgendwie alles abgedeckt wird von der kleinsten Einheit in der Gesellschaft bis zur größten Einheit der Welt selbst. Die Welt ist im Tao Te Ching in allen ihren Sphären eine lebendige, bewegte, sich entwickelte Ganzheit von allseitigen Bedingungs- und Wirkungszusammenhängen. Sie ist auch die Gesamtheit der in ihr durch ihre Bewegung angelegten und sich verwirklichenden Möglichkeiten. So ist sie ein Organismus, in welchem jeder Teil mit jedem anderen auf unterschiedliche Art und Weise vermittelt ist. Und jede Änderung eines Teils des Organismus hat Auswirkungen auf alle anderen Teile und damit den ganzen Organismus. Jedes Einzelne wird damit durch alle anderen Einzelnen, deren Summe die Welt ist, bestimmt. Und die Embleme hierfür sind Tao als der dynamische Strukturzusammenhang und De als die damit verschränkte Kraft des Wirklichen und Möglichen. Da denke ich, sieht man ganz, ganz nette Analogien tatsächlich auch zur Leibnizschen dialektischen Philosophie und zu seinem Modell. Machen wir noch zwei Begriffe und dann würde ich noch eine Tao Te Ching und Heraklit-Passage vergleichen, bevor wir aufhören. Aus der dynamischer Struktur- und Wirkungszusammenhang-Perspektive lassen sich dann noch zwei weitere zentrale Begriffe vom Tao Te Ching verstehen, denke ich. Das eine ist Ziran, also Ziran, und Ziran bedeutet, ganz wörtlich bedeutet selbst so. Und selbst, also Ziran, ist die spontane Entwicklung des Ganzen sowie seiner Teile aus sich selbst, das heißt aus den Zusammenhängen der Einzelnen, in denen sie jeweils stehen, und letztlich aller aus dem Gesamtzusammenhang. Und hier aus Tao Te Ching 25, der Mensch nimmt die Erde als Modell. Die Erde nimmt den Himmel als Modell, der Himmel nimmt das Tao als Modell, Tao nimmt das Modell aus sich selbst, Ziran. Wenn alles von sich selbst aus, Ziran, und aufgrund seiner jeweiligen Zusammenhänge, die De bestimmen und von De bestimmt werden, gemäß dem Tao entwickelt, werden Eingriffe in diese Ordnung, welche Eigenbewegung in Zusammenhängen und den daraus resultierenden Notwendigkeiten und Möglichkeiten nicht berücksichtigt, freilich schädlich fürs Ganze. Und demgemäß, nach dieser Interpretation verstanden,
kann man dann auch einen der am meisten umstrittenen Begriffe, glaube ich, des Tao Te Ching klären. Und das ist das Wu Wei. Und Wu Wei ist wörtlich das Nichthandeln. Und mit Wu Wei dürfte nicht, wie das sehr oft interpretiert wird, ein stoisches den Dingen ihren Lauf lassen gemeint sein, sondern ein kategorischer Imperativ, nicht gegen das De der Dinge und der Menschen zu handeln und nicht sozusagen gegen die Strukturen, den Möglichkeitshorizont und die Wirkungszusammenhänge des Tao, die vom Tao konstituiert werden, zu handeln. So meine Interpretation, mit der ich natürlich nicht ganz allein bin. Also das sind die vier wirklich die zentralsten Begriffe. Also von hinten nochmal Wu Wei, das Nichthandeln gegen das Tao, Zhi Ran, das Selbst so, also aus sich selbst entwickeln. Das De am besten die Kraft im Sinne von Leibnizschen wies und das Tao, das man am besten einfach als Tao übersetzt, weil als metaphysischer Begriff, in dem sich das Absolute spiegelt, kann man es eh nicht anders nennen. Und so ist auch der Beginn vom Tao Te Ching. Also du kannst Tao sagen, aber nicht, du meinst nicht das wirkliche Tao. Das ist Tao Te Ching Nummer 1. Ja, ich würde jetzt noch ganz kurz, jetzt sind wir doch schon relativ lang bei der Sache, ich würde jetzt ganz kurz in 5 Minuten nur ein paar spektakuläre Parallelen zwischen Tao Te Ching und den Heraklitschen Fragmenten hervorheben wollen. Also wir haben eh vorher das Tao Te Ching 42 gehabt mit: Es bringt Einheit hervor, es bringt die Gegensätze hervor, es bringt deren Harmonie hervor und alle Dinge tragen Yin und alle umarmen Yang. Und was ich da ganz interessant finde, ist, dass es vom Heraklit, das Fragment B10, das liest sich ganz ähnlich. Zu Zusammensetzungen sind Ganzes und Nicht-Ganzes, Zusammenstimmendes, Widerstreitendes, Zusammenstimmendes, Auseinanderstimmendes. Und aus allem eins und aus einem alles. Und das ist genau ähnlich konstruiert eigentlich wie Tao Te Ching 10. Also aus einem alles und aus allem eines. Also das ist ganz, ganz cool. Und ich würde da wirklich sagen, die Grundformel hier vom Heraklit, also mit diesen Gegensatzpaaren, die findet man eben eins zu eins im Tao Te Ching. Und deswegen, glaube ich, kann man mit Hegel sagen, der ja über Heraklit gesagt hat, hier sehen wir Land. Also es gibt nichts in der heraklitschen Philosophie, was ich nicht auch in meiner Philosophie habe. Das heißt, auch wenn der Hegel nicht sehr gut über die chinesische Philosophie gesprochen hat, aus unterschiedlichen Gründen, unter anderem weil man sprachwissenschaftlich und philologisch da eher holzhackermäßig vorgegangen ist. Nichts gegen echte Holzhacker, aber das ist die Redewendung. Weil man da nicht mit dem nötigen Rigor vorgegangen ist, hat, glaube ich, der Hegel, ist ihm da was entgangen an der Dialektizität vom Tao. Und ich würde jetzt einfach mal, weil es jetzt tatsächlich schon relativ lang war, schließen. Wenn wir wollen, können wir dann uns noch ein paar andere Heraklit-Tao Te Ching-Vergleichspassagen anschauen. Dann würde ich mich für jetzt mal bedanken fürs Zuhören. Ja, vielen Dank, Hannes, an dich für diesen sehr interessanten Vortrag und ich würde damit gleich weiterleiten zur Diskussion. Gibt es andere Beispiele für ähnliche Problemfelder und Entwicklungen in der europäischen oder der chinesischen Philosophie? Ja, also eine spätere Tradition zur Zeit halt, vor allem der Streitenden Reiche, ist, dass es tatsächlich, es gibt eine chinesische Logik-Tradition, die tatsächlich schon sprachphilosophische Elemente aufweist,
wie sie bei uns dann erst wieder relativ spät wiedergekehrt oder sagen wir bei uns eigentlich relativ spät erst entwickelt sind. Also woher weiß man, wenn man Pferd sagt, dass man ein Pferd meint? Also ein Großteil der analytischen Sprachphilosophie beschäftigt sich bis heute mit solchen Fragen. Und das ist interessant, weil das ist zwar eine Parallele, systematisch die erste formale Aussagenlogik hat Aristoteles entwickelt. Und in China gibt's auch eine Logik-Tradition, die aber ein bisschen anders ist. Und ich meine, das ist jetzt nicht schockierend, aber das wäre ein weiteres Beispiel für so parallele Dinge. Ich glaube, dass der entscheidende Punkt ist, sehr ähnliche, also trotz allen kulturellen Unterschieden und trotz auch natürlich tatsächlich sozioökonomischen Unterschieden, gibt es aber doch genug Gemeinsamkeiten, dass man in der kollektiven gesellschaftlichen Praxis und dann Reflexion auf ähnliche Probleme geworfen wird, weil das sich einfach aus der Conditio Humana ergibt. Welche Übersetzung des Tao Te Ching ist zu empfehlen? Wie ist die Übersetzung von Richard Wilhelm einzuschätzen? Ja, der Richard Wilhelm war zumindest einer, das ist halt die alte Standardübersetzung. Der Richard Wilhelm war, das wahrscheinlich weiß das eh jeder, Preaching to the Choir. Der Richard Wilhelm war einer der bedeutendsten und ersten Sinologen Deutschen. Und der hat aber eigentlich eine ganz gute Übersetzung angefertigt, die sich auch reimt. Ich weiß nicht, ob du die gereimte hast, aber die ist an sich nicht so schlecht. Was ich empfehlen kann, ist, dass man sich, es gibt dieses, eine kleine Sekunde, dann kann ich den Link hier im Chat posten. Es gibt eine wunderbare Seite, wo chinesische Texte aufgearbeitet werden. Die ist zwar Englisch, aber das macht ja nichts. Es ist halt vielleicht etwas mühsam, aber man kann das sehr empfehlen, das Chinese Text Project, weil dort sind für die ganz klassischen Texte sind Übersetzungen dort auf Englisch. Aber was der Punkt ist, wenn man dann hovert über den einzelnen Zeichen, dann zeigt es ihnen die Grundbedeutungen an und dann kann man sich selber ein bisschen ausdeutschen. Und das ist immer gut. Aber prinzipiell, Richard Wilhelm Übersetzung ist gut. Wie würde sich der Text auf Altchinesisch anhören? Okay, eine ganz kurze, als Sprachwissenschaftler kann ich nicht anders, eine ganz kurze Background-Information zum Altchinesischen. Das Altchinesische hat keine Töne gehabt. Das moderne Standardchinesisch, Potonghua, hat die vier Töne. Und das alte Chinesische hat keine Töne gehabt und hat auch ganz anders klungen, wie ich jetzt versuche zu emulieren. Hier machen wir gleich das, was wir vorher genommen haben, das Tao Te Ching 10. Nein, das ist Tao Te Ching 2, ist egal. Hier das Tao Te Ching 2 gereimt. Kas kwa ma sang sreng, nar lek sang mdeng, tran tor sang gang, sika gra sang gweng. Gram Leng Sang Guai, Zeng Gro Sang Soloi. Ja, ich meine, das ist eine Approximation, aber ich hoffe, ihr habt die Endreime gehört. Jetzt gerade die letzten zwei, die will ich nur auf modern Chinesisch sagen. Also ich mache es noch einmal ganz kurz auf alt. Gram Leng Sang Guai, Zeng Gro Sang Soloi. Reimt sich am Schluss. Und jetzt in Potonghua, Yin Sheng Xian He, Tian Ho Xian Sui. Also He und Sui ist zumindest kein perfekter Reim, während auf Altchinesisch er doch recht gut ist. Gibt es im chinesischen Marxismus Rückbezüge auf die eigene Tradition und wie sehen die aus? Die gibt's
Und es gibt ein Buch, mir fällt jetzt spontan natürlich nicht der Autor oder der Titel ein, aber es gibt ein Buch, das sich generell beschäftigt mit Dialektik oder dialektisches Denken in der chinesischen Tradition und mit der Aufnahme, die zweite Hälfte von dem Buch beschäftigt sich mit der Aufnahme quasi der westlichen Tradition der Dialektik mit den Intellektuellen vor Mao, die was ganz interessant ist, weil da gibt es die westliche Dialektik-Tradition kommt nach China über Japan. Und das ist ein ganz witziger geistesgeschichtlicher Umweg. Aber ich glaube, jeder, der mal Mao über den Widerspruch gelesen hat, sieht, glaube ich, die Bezüge von Mao auf beide, halt auf die hegelische Tradition als auch auf die chinesische. Ich würde fast sagen, dass die dialektische Tradition in China weit weniger umstritten ist und viel mehr an der Oberfläche liegt als dialektische Traditionen bei uns im Westen. Gibt es Auseinandersetzungen der daoistischen Philosophietradition mit Hegel und Marx? Wenn ja, kann man diese grob umreißen? Ich traue mich das nicht grob umreißen. Es beschäftigen sich Leute, die sich mit dem Tao Te Ching beschäftigen sich, also, und das ist hauptsächlich, muss man sagen, von chinesischer Seite, beschäftigen sich mit dem Verhältnis des Tao Te Ching zu Hegel und Marx. Diese Auseinandersetzungen gibt's. Aber ja, ich traue sie mir hier jetzt nicht. Ich traue es mich hier nicht grob umreißen. Was tatsächlich fehlt und wo ich mir irgendwie denke, vielleicht sollte ich irgendwann diese Lücke füllen, ist halt eine komplette Übersetzung, die auf all diese dialektischen Stränge drin Bezug nimmt. Oder es gibt jemanden, der jetzt zuhört, der das machen will oder kann. Aber ich glaube, das wäre mal ganz wichtig für die weitere Auseinandersetzung und Diskussion. Ich habe jetzt auch nur Passagen genommen. Also ich habe schon mal das Ganze mir durchgearbeitet, aber nicht so systematisch, dass ich mich trauen würde, aus der Hand zu geben oder so. Und deswegen halt nur die Passagen hier auch genommen, mit wo es mir scheint, dass die Dialektik am besten durchscheint. Wie sehr unterscheiden sich die verschiedenen Versionen des Tao Te Ching sprachlich? Die unterscheiden sich kurioserweise nur sehr wenig, nur in Nuancen. Die Gliederung unterscheidet sich, also auch der Maowang Dui und der Godian Text unterscheiden sich voneinander, aber meistens eben nur in Zeichen und ein bisschen in der Gliederung. Das Interessante, das gilt generell für chinesische Tradition, ist, dass archäologisch lässt sich immer wieder zeigen, dass die alten Annalen und die alten historischen Aufzeichnungen und auch die Texttransmissionen, dass die relativ akkurat sind. Also weit akkurat, also das ist vielleicht übertrieben sozusagen, aber zugespitzt würde ich sagen, sind sie akkurater als in unseren alten Texttraditionen. Vielleicht ist das mit ein Grund auch, warum Philologie originär in China nie entstanden ist, weil es nie nötig war, weil die Texte relativ akkurat immer übermittelt worden sind. Ist die Kurzdefinition Konfuzianismus ist gleich Verhältnis von Subjekt zum Staat, Buddhismus ist gleich Verhältnis von Subjekt zum Selbst und Daoismus Verhältnis von Subjekt und Natur stimmig? Ja, das ist gar nicht so schlecht. Also Buddhismus kommt erst natürlich später rein. Der Buddhismus kommt erst im ersten Jahrhundert, also jeweils ein Jahrhundert um die Zeitenwende nach China, und die ersten Sachen sind noch sehr, also die sind noch nicht so gut übersetzt gewesen. Also lassen wir den Buddhismus mal weg.
aber generell, das gilt für das gesamte Verhältnis vom philosophischen Daoismus zu den anderen Traditionen, also Mohismus, Legalismus, Konfuzianismus, dass der Mensch immer gedacht wird in seinem Verhältnis zur Natur tatsächlich, ja. Dass in den anderen philosophischen Schulen tatsächlich der Mensch und sein Verhältnis zu anderen Menschen und vor allem zum Staat und zum Herrscher im Fokus stehen. Und das ist tatsächlich, da steht das Tao Te Ching oder da steht der Daoismus raus, indem er viel stärker, da geht es auch um Verhältnisse von Subjekt zu anderen Subjekten, auch zum Staat, auch zum Herrscher. Aber das ist alles immer unter der größeren Perspektive man kann fast sagen, eben einer Naturphilosophie gedacht. Und das macht, glaube ich, auch die Dialektizität aus. Was hast du in der Auseinandersetzung mit dem Daoismus über Dialektik gelernt, beziehungsweise was hat dich dabei am meisten fasziniert? Es ist so. Was mich daran fasziniert hat, wie ich das erste Mal aufmerksam geworden bin durch die Lektüre Beholz, das war mal ganz prinzipiell dass bis heute gibt's das Vorurteil auch unter gebildeten Menschen, dass man Chinesisch nicht lernen kann und dass, wenn man Chinesisch lernen kann, man die Chinesen nie verstehen kann, weil sie ganz anders denken. Und das wird dann oft halt versucht zu untermauern mit kruden sprachwissenschaftlichen, also pseudosprachwissenschaftlichen Thesen, dass das Chinesische ganz anders funktioniert als andere Sprachen. Aber na, es gibt einen Universalismus, eine Universalgrammatik, die allen Sprachen zugrunde liegt, dem Deutschen genauso wie dem Chinesischen, genauso wie dem Altgriechischen, genauso wie dem Sanskrit, dem alten Indischen. Von der Sprachwissenschaft kommend habe ich sehr leibend gefunden, dass es eben nicht nur sprachliche Universalien gibt, sondern dass hier Leute 10.000 Kilometer weg von Heraklit zu selben Einsichten in die Verhältnisse, in das Mensch-Welt-Verhältnis gekommen sind. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, und das gilt generell für die Dialektik-Tradition in China, wo ich meine, dass das Tao Te Ching, also nicht nur ich, aber wo ich auch meine, dass das Tao Te Ching grundlegend ist, dass Widersprüche und Negation nicht so ausschließend gedacht werden wie in der westlichen Dialektik-Tradition. Und ich glaube, dass man könnte das mal systematisch nachweisen, selbst in der modernen chinesischen Geschichte. Es laufen gesellschaftliche Konflikte, oder wenn man in die chinesische Partei schaut, ideologische Konflikte, tendenziell, natürlich gibt es Ausnahmen wie die Kulturrevolution, aber tendenziell sind die immer anders abgelaufen als in westlichen marxistischen Traditionen. Und ich glaube, das liegt daran, dass die Dialektik-Tradition, die chinesische, weniger antagonistisch die Widersprüche sieht. Es gibt natürlich unterschiedliche Arten von Widerspruch, aber oft hat man das Gefühl, dass in der westlichen Dialektik-Tradition, vor allem in gewissen marxistischen Strains, es immer darum geht, aufzuzeigen, wer ein Verräter ist und wer verräterische Ansichten hat und wo das negiert werden muss. Und das bedeutet, dass die Person und ihr Denken weg muss. Während glaube ich tatsächlich auch der Mao, die Last 100 Blumen blühen, Last 100 Schulen miteinander wettstreiten, dass das tatsächlich ernst gemeint war und dass das tatsächlich meint, okay, es gibt einfach objektiv Widersprüche in der Welt und die drücken sich auch objektiv in unterschiedlichen Zugängen, wie die theoretisch reflektiert werden, aus. Und da muss nicht das eine sofort das andere ausschließen. Und man kann Widersprüche auch aushalten und sie akzeptieren und schauen, wo sie einen hinführen. Kannten die Chinesen eigentlich schon in der Antike griechische Philosophie? Etwa über die griechischen Reiche in Afghanistan, die sie ja selbst bekämpft haben, beziehungsweise in Indien? Das ist eine extrem,
eine extrem gute Frage. Da ist auch unlängst ein Buch erschienen von Christopher Beckwith, der zumindest argumentiert, dass über Alexander den Großen griechische Philosophie nach Indien gekommen ist. Ob sie nach China gekommen ist, ist fraglich. Es hat die Reiche, die auf Alexander den Großen seinen Reich halt gefolgt sind und wo auch griechische Traditionen aufgenommen worden sind, die haben Kontakte zu China gehabt, aber das waren wirklich eher Handelsbeziehungen. Und kulturell, der kulturelle Austausch mit der Gegend, die halt immer noch griechisch beeinflusst war, also vor allem das ist die Gandhara-Region, das Hauptzentrum des Buddhismus war in der Frühzeit des Buddhismus, also aus der Region kommen auch die ältesten noch erhaltenen buddhistischen Texte. Wie es da den Kontakt gegeben hat, da ist halt der Buddhismus überliefert worden und eigentlich nicht die griechische Philosophie. Und dass dort überhaupt halt Buddhismus vermittelt worden ist nach China und auch andere Dinge, also auch das syrische Christentum, also aramäische Christentum, das ist ja auch an der Seidenstraße entlang in diese Regionen kommen und so weiter. Das wissen wir wegen den Bibliotheken auf der Seidenstraße. Und in diesen Bibliotheken hat man aber nie, also meines Wissens, es kann auch sein, dass man sie noch nicht entdeckt hat, aber bisher ist man nicht bekannt, dass man halt Aristoteles oder Plato dort entdeckt hat. Da hat man eine Bibel entdeckt, da hat man buddhistische Texte entdeckt, ökonomische und so weiter und so fort, manichäistische Texte, aber Aristoteles oder Platon meines Wissens nicht, aber wenn da irgendjemand mehr weiß, lasse ich mich gerne eines Besseren belehren und wäre dann natürlich extrem begeistert. Aber to make a long story short, es ist nichts bekannt, dass griechische Philosophie nach China gekommen ist. Die andere Seite ist, die Legende um den Laozi ist, dass, also da gibt es verschiedene wahnsinnige Legenden auch, nämlich, dass er halt China verlassen hat und dann, um in Indien Buddha zu werden oder halt noch weiter an der Seidenstraße entlang gewandert ist, um Jesus zu werden. Aber das ist natürlich alles ein Blödsinn. Aber zeugt zumindest von dem Bewusstsein, dass es schon langläufige Kontakte natürlich gegeben hat zwischen China und jetzt der mediterranen Welt über das großartige Zentralasien. Ist der Daoismus bzw. die Lehre vom Dao die Grundlage für dialektisches Denken, beziehungsweise ist das dialektische Denken ein Effekt der Wirkungsweise des Dao? Und könnte es dann sein, dass, wenn wir gute Dialektiker sein wollen, gute Daoisten werden sollten? es kommt darauf an, was man jetzt unter Daoisten versteht. Wie gesagt, man soll es trennen, den religiösen und den philosophischen Daoismus. Und an alten Werken, jedes historische Werk hat natürlich für uns immer noch eine Relevanz, weil aus zwei Gründen. Erstens, also vor allem philosophische, weil sich philosophische Probleme drin entfalten oder entfaltet worden sind, die für uns immer noch interessant sind, einerseits, oder die für uns immer noch Probleme sind. In gewisser Weise. Und deswegen würde ich sagen, hat das Tao Te Ching, wird im Tao Te Ching Dialektik versucht zu vermitteln. Und ja, ich würde das schon so sehen, dass diese Anweisungen eben zum Nichthandeln gegen Zusammenhänge, ich würde das schon interpretieren, dass man halt versuchen sollte, die Zusammenhänge zu verstehen und im Sinne der Zusammenhänge zu handeln, was bedeutet, sie in ihrer Dialektizität zu erfassen und dialektisch mit ihnen umzugehen. Das würde ich mal sagen. Ich glaube nicht, dass wir da alle Daoisten werden müssen.
weil natürlich nicht jeder Satz im DAO dialektisch ist, wie zum Beispiel jeder Satz in der Wissenschaft der Logik dialektisch ist. Aber es schadet einfach nicht, sich in einer anderen Sprache, in einer anderen Denk-, in einer anderen Kulturtradition sich mit diesen Grundlagen auseinanderzusetzen. Und dialektisches Denken drängt sich ja deswegen immer wieder auf, weil die objektiven Probleme, mit denen wir als Menschen in unserem Weltverhältnis konfrontiert sind, dialektischer Natur sind. Und das DAO ist einfach der chinesische oder der erste wichtige chinesische Repräsentant dieses Problemfeldes. Und was ich gesagt habe, heißt natürlich auch nicht, dass nicht auch im Konfuzianismus es dialektische Fragestellungen oder dialektische Probleme oder so gibt. Also ganz im Gegenteil, auch dort gibt es. Aber so explizit und so auf die entscheidenden dialektischen Fragen wie Gesamtzusammenhang, universaler Wirkungszusammenhang gerichtet, findet man das eben in der frühen Philosophie nur im Tao Te Ching, um das noch zu ergänzen. Wie verbreitet war chinesische Philosophie außerhalb von China, etwa in Indien, Japan oder bei den Mongolen, die es ja bis nach Europa schafften? Nicht sehr verbreitet. Also in Japan natürlich, weil Japan kulturell sehr früh oder auch Korea sehr früh beeinflusst worden ist von chinesischen Kultur. Das würde ich sagen, das sind so die ersten Outliers von chinesischer Philosophie. Für Indien, also das Verhältnis, das ideologische oder das Denk, die Transmission von Denksystemen zwischen Indien und China war immer so, dass China da der Aufnehmer war, weil zum Beispiel alle Mönche, alle bekannten Mönche, die man kennt, wie Xuanzang oder so, die auf der Seidenstraße entlang gegangen sind, haben nicht chinesische philosophische Texte nach Indien gebracht, sondern haben aus Indien buddhistische Texte mitgebracht. Und es kann aber auch, also mir ist nicht bekannt von, also in der Antike, dass chinesische Texte in Indien rezipiert worden sind. Indien war auch in gewisser Weise ideologisch immer ein bisschen abgeschotteter. Tatsächlich, also das Vorurteil gibt es immer über China, aber Indien ist eigentlich ein bisschen abgeschotteter in der Frage. Ja, die Mongolen haben sie nicht so, die haben sehr viel verwaltungsmäßig übernommen, aber sie haben sich nur insofern damit auseinandersetzen müssen, weil chinesische Philosophie ein Teil des Kanons war für die Beamtenliteraten. Als Beamte in China, das gilt schon seit der Zhou-Zeit mehr oder weniger, hat man immer ein Literat sein müssen, um Beamter zu sein und mehr oder weniger ein Beamter sein müssen, um Literat zu sein. Und da hat es die Auseinandersetzung gegeben, aber die Mongolen haben jetzt nicht, wie sie vor Berlin lagen, den Laozi oder Kungzi bei sich gehabt. Also vielleicht schon, aber zumindest ist mir nicht bekannt, dass wir das wissen. Das Zeichen für das Tao besteht aus drei chinesischen Einzelzeichen. Zeichen für Weg, Kopf und Fuß. Wieso hast du vom Weg, aber nicht vom Kopf und von Fuß geredet? Naja, die Zusammensetzung der Zeichen, das ist ja immer so. Es gibt ein Semantophores, einen semantophoren Bestandteil, das heißt einer, der die Bedeutung trägt, und einen phonophoren Bestandteil, das heißt einer, der den Laut trägt. Und das ist auch beim Zeichen für das Tao so aufgefasst, also da gibt es ja auch Studien dazu, aufgefasst werden jetzt aktuelle Studien, natürlich nicht aus der Antike, werden von den Schriftzeichen immer die Radikale, die ganz prinzipielle semantische Bedeutung ganz grob haben. Und was sozusagen phonologisch dabei ist, da geht es darum, halt welche, also zum Beispiel ähnliche
wenn Zeichen ähnliche Phonophore haben, dann sind sie auch tatsächlich phonologisch, also bis heute ähnlich. Und die Frage, ob die Etymologie, also es ist ja keine Etymologie, sondern quasi eine Etygraphie von Zeichen jetzt eine extreme Rolle gespielt hat oder spielt für die Bedeutung, ist eine offene Frage. Die Grundbedeutung, wie gesagt, außerhalb der Philosophie kommt es halt hauptsächlich vor für Wasserwege, wo halt diese anderen Bestandteile, Kopf und Fuß, jetzt nicht so eine Rolle spielen. Ich wollte nur ergänzen, es kommt halt immer auch darauf an, wie man das einschätzt. Der Holz legt großen Wert auch auf diese Einzelanalyse von den einzelnen Bestandteilen, weil er das halt auffasst als Embleme, also als Zeichen, die auf größere Bedeutungszusammenhänge gehen. Das kommt ganz darauf an, wie man das versteht. Aber wie gesagt, die Grundbedeutung ist tatsächlich, also die wirkliche Grundbedeutung ist substantivisch Weg und verbal Weg bahnen, Weg machen. Und dass der Fuß da eine Rolle spielt beim Weg bahnen oder machen, das kann man sich ja auch leicht vorstellen. Im Zuge von Corona wurde oft kolportiert, die Tradition in China sei alleine schon philosophisch eine so kollektivistische, dass die Regierung eine Corona-Politik fahren konnte, wie wir sie im Westen ja schon aufgrund unserer Tradition nicht könnten. Ist das mehr als billiger Kulturrelativismus? Es kommt ein bisschen drauf an. Auf der einen Seite wird das immer als Propaganda-Argument verwendet, dass man sagt, ja, wir können nicht dieselben Eingriffe in die Grundrechte der Menschen machen wie die Chinesen. Man macht es aber dann eh trotzdem. Und dann sagt man, ja, aber bei denen ist es nicht so, eben nicht so schlimm, weil das ist in ihrer Kultur. Was, glaube ich, stimmt, ist, dass erstens in der chinesischen Tradition in größeren Zusammenhängen gedacht wird und in längerfristigen Perspektiven, also synchron in größeren Zusammenhängen und diachron in größeren Zeitabschnitten. Also jetzt, um das politisch auch ein bisschen hier aufzuziehen, also die Frage, dass man die Grundlagen des Sozialismus aufbaut, ich weiß nicht, ob es der Deng schon war oder der Xi jetzt, aber einer der Politiker der rezenteren Nach-Mao-Politiker hat gesagt, dass es 12 Generationen dauern wird. Und solche Aussagen findet man sehr oft, dass es einfach heißt, die große Perspektive ist, die ersten 50 Jahre hört man auf, ein Entwicklungsland zu sein, also von 1949 bis 1999 und dann die nächsten 100 Jahre, die nächsten 50 Jahre bis zum 100. Geburtstag der Volksrepublik hat man die Grundlagen aufgebaut, um in Richtung Sozialismus zu gehen und hat einen relativen Wohlstand für alle geschaffen. Also, und dieses Langzeitdenken ist ganz typisch. Das ist jetzt das Diachrone. Das in größeren Zusammenhängen denken, also vor allem was auch tatsächlich Menschen betrifft, man kann das kollektivistisch nennen, das ist auch eigentlich was Typisches. Das kann man schon sagen. Und das steckt in vielen der frühen philosophischen Systeme, egal ob das Konfuzianismus ist oder Daoismus, steckt das einfach drin, dass man auf das Wohlbefinden größerer Einheiten als sich selbst schaut. Ja. Welchen Zusammenhang haben die daoistischen Lehren mit dem Anarchismus? Tja, es gibt diese Tradition. Es gibt eine romantisch-anarchistische Interpretationslinie vom Tao Te Ching. Die gibt es tatsächlich und da gibt es solche Passagen, die tatsächlich in diese Richtung
interpretiert werden, dass man sagt, eben, man handelt nicht gegen die Natur und nicht gegen die Natur des Menschen. Und man sagt, das war auch in Abgrenzung gegen Konfuzianismus, dass man sagt, dass die Gesellschaft, also vor allem auch machtmäßig, die Menschen überformt und dass man das ablegen muss und da quasi zurück zur Natur gehen soll, diesen Interpretationsstrang gibt. Und dass man tatsächlich auch, dass das auch für staatliche Autoritäten gilt und dass man diese Passagen gibt, da müsste man mal einen eigenen Vortrag machen zu den gesellschaftlich, also näher auf die gesellschaftlichen Dinge eingehenden, wo quasi so ist, ja, wir ziehen uns, also ich überspitze das, aber wir ziehen uns alle zurück, leben im Einklang mit der Natur in kleinen Gemeinden ohne Herrscher und ohne Herrschaftsverhältnisse. Ja, es gibt danke für die Frage, die ist sehr gut und es gibt tatsächlich anarchische oder dem Anarchismus nahestehende Stränge im Tao Te Ching. Ja. Oder sagen wir so, die so ausgelegt werden in die anarchistische Richtung. Oder sich anbieten, so ausgelegt zu werden, um noch vorsichtiger es zu formulieren.